Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Toni von ShishaWorld.com mit einer kurzen Vorstellung für euch. Ich habe hier was ganz Schönes vorbereitet. Ihr seht schon, mein Schlauch, der Silikonschlauch, leuchtet. Wir haben da quasi diese Schlauch-LED-Leuchte reingepackt durch den Schlauch. Richtig geil im Dunkeln, dann habt ihr die ganze Zeit diesen Lichteffekt. Es ist, also ihr habt es gerade selbst gesehen, ganz im Dunkeln wäre das Ganze wahrscheinlich noch mal um einiges geiler. Wirklich super easy das Ding, einfach durch den Schlauch ziehen. Man kann dann am Ende auch, weil dieser Draht an sich wirklich sehr stabil ist, kann man trotzdem noch das Endstück einfach reinpacken. Ebenfalls das Mundstück einfach reinpacken. Hier seht ihr, es ist direkt verbunden. Das packt ihr einfach an eure Pfeife ran und könnt dann im Endeffekt den Teil, der hier so absteht, einfach runterhängen lassen und mit so einem Knopf hier, vielleicht können wir da mal ganz kurz ranzoomen. Hier ist ein Knopf, so ein On-Off-Schalter. Den kann man ganz einfach nach unten und nach oben drücken und dann geht die Beleuchtung entsprechend aus und wieder an. Mega geil. Das Ding eignet sich auch super, um einfach im Zimmer irgendwo aufgehängt zu werden. Muss nicht unbedingt im Schlauch sein, ist auch wirklich super dafür, wenn man jetzt nicht extrem teure LED-Lichter, wie es sie, weiß ich nicht, wo zu kaufen gibt, für 30, 40 Euro teilweise kaufen möchte, eignen sich die Dinger wirklich auch super gut dafür. Mega nice Sache, muss ich sagen. Oder wenn ihr euren Weihnachtsbaum damit schmücken wollt, hier, das ist euer Teil to go. Für alles Mögliche, wirklich, nicht nur der Schlauch. Allgemein eine super coole Beleuchtung. Immer verschiedene Farben, die ganze Zeit durchgehend. Super geil. Muss man im Dunkeln einfach mal machen. Sieht mega, mega nice aus, wirklich. Gerade jetzt mit dem Licht. Sogar im Licht sieht man es super gut. Wenn es ganz dunkel ist, sieht das richtig, richtig krass aus. Genau, das soll schon von mir gewesen sein. Euer Toni von ShishaWorld.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.